Grüß euch, servus liebe Zuschauer, mal wieder ein kleiner Schuss aus der Hüfte. Ich finde die Diskussion mit der Bundeswehr wirklich ja sowas von bizarr mittlerweile, ja, dass wirklich ich hier mich nahezu genötigt fühle, dazu noch was zu sagen. Also wir haben hier 100 Milliarden Sondervermögen, nur um mal die Zahlen zu nennen, jetzt frei gemacht worden von dem Magier Scholz, wo auch immer er es hernehmen möge, ja. Blöderweise war jetzt das Sondervermögen nicht für irgendwelche Krankenhausbetten, Pflegekräfte, Rentner oder sonstige viele Leute, die hier in Deutschland wirklich knapp beieinander sind, war nicht geeignet quasi, aber 100 Milliarden für die Bundeswehr, die sind drin. Wir haben ein jährliches Budget für die Bundeswehr mit ca. 52 Milliarden Euro, ja, was auch nicht wenig ist. Jetzt kommen 100 Milliarden on top. Es wird irgendwie gelobt und in den Himmel gelobt, dass die Ukraine so tapfer sei, also die Bevölkerung, die Soldaten und hier tapfer ihr Land verteidigen und sozusagen eine hohe Wehrbereitschaft hier an den Tag legen, und das ist toll, und wie sie gegen den übermächtigen Goliath zwar wesentlich schlechter ausgerüstet, aber mit der hohen Moral und Kampfbereitschaft das wieder wegmachen, irgendwie so geht ja die Geschichte. Und das wollen wir halt auch haben bei der Bundeswehr jetzt. Ja. Dabei vergisst man wirklich komplett, dass jedes Geld der Welt hier sinnlos ist, in eine Armee zu stecken, wenn der Geist, wenn die Basis dafür gar nicht mehr gegeben ist, eine kampfbereite und kampfkräftige Truppe überhaupt zusammenzubekommen. Ja, also wir fangen ja schon mal an mit der Personalstärke. Wer soll eigentlich diese 100 Milliarden an Waffen und Ausrüstung und sonst irgendwas bedienen? Ja, also weiß ich nicht, was da geplant ist. Aber dass die Bundeswehr jetzt wirklich ein hochattraktiver Arbeitgeber ist, das kann man auch nicht mal sagen. Das Image ist einfach unterirdisch. Jetzt wird gesagt, gut, es gibt irgendwelche vielleicht Pflichtjahre Bundeswehr oder wieder Zivildienst oder irgendein anderes freiwilliges soziales Jahr, Klimaschützer, Hüpfer oder vielleicht auch, ja. Da kriegt man natürlich Leute rein in die Bundeswehr, aber es geht ja auch, wie gesagt, es geht nicht auch, sondern es geht vor allem um eine gemeinsame Basis, auf die man sich einigt, wofür man das eigentlich alles macht. Wofür man Schießen übt, wofür man das Ganze übt, alles, was jeder, der auf seine Aufgaben praktisch damit betraut wird und die dann auch gewissenhaft übt und das auch kann dann, ja, die nützen alle nichts, wenn wir hier, wie schreibt Matthias Matusek, wofür sollen denn unsere kämpfen, wenn das Wort Nation tabu ist, ja, also mit Deutschland verrecke, Deutschland du mieses Stück Scheiße, nie wieder Deutschland, Nationalfarben weg, Fahnen weg, Kanzlerin schmeißt die Deutschlandfahne 2013 nach der gewonnenen Wahl weg, auf offener Bühne, auf Demonstrationen werden Deutschlandfahnen verboten, ja, um nicht zu provozieren, und die Grünen ticken ja schon aus, wenn beim Fußball Fahnen geschwenkt werden, ja, dann muss man aber auch in Kauf nehmen, ja, dass es dann auch für einen Soldaten kein wirklich höheres Ziel mehr gibt, außer vielleicht für Quoten, freie Geschlechterwahl, Regenbogen, One World, ich sag noch vielleicht Einhornparadiese oder irgendwelche, wir haben uns alle lieb, Paradiesgärten, ich weiß es nicht, ja, aber die Hauptantriebsfehler für einen Soldaten überhaupt wirklich zu kämpfen und wirklich bereit zu sein, sein Leben einzusetzen oder zu riskieren, ja, mit wirklich das alles zu geben. Es ist nun mal für sein Vaterland zu kämpfen, für irgendwelche Ideale, irgendwelche Werte, die ihm wichtig sind, seine Familie, seine Tradition, seine Heimat einfach, ja. Ist auch mit ein Grund, warum zum Beispiel die deutsche Wehrmacht in Russland dann letztendlich, außer natürlich diese riesen Entfernungen, die total
unterschätzt wurden und der ganze Feldzug war von Anfang an eigentlich, konnte nicht gewonnen werden, aber eben auch, weil die Russen so dermaßen verbissen, ja, und zäh gekämpft haben und einfach auf sich selber geschissen haben, ja, und die Deutschen eben nicht so sehr, natürlich waren es tolle Soldaten, aber es ist immer was anderes, sein Land zu verteidigen, als ein Land anzugreifen als Soldat. Und heute, wenn wir angegriffen werden würden, was gibt es denn noch zu verteidigen? Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn der Wirtschaftsminister Habeck, ist zwar schon ein paar Jahre her, gebe ich zu, aber er hat sich auch nie davon distanziert oder gesagt, das sehe ich heute anders. Vaterlandsliebe fand ich schon immer zum Kotzen. Ich weiß, das ist ein bisschen am Zusammenhang gerissen. Trotzdem ist die Grundaussage, ist so, da kann er heute rumschwabbeln, wie er will. Ja, mit Vaterland konnte ich noch nie was anfangen, okay. Aber dann darf er das auch nicht vom Soldaten verlangen, wenn er ihm das vorlebt, dem Soldaten, dass der dann hier plötzlich wieder seine Vaterlandsliebe entdeckt und sagt, ja, dafür will ich kämpfen und dafür will ich mein Leben riskieren. Also es ist wirklich, die haben wirklich ganze Arbeit geleistet, die Bundeswehr wirklich in Grund und Boden gewirtschaftet. Es gibt Stimmen aus der Bundeswehr von hohen Offizieren, die sagen, wir können unser Land momentan nicht verteidigen, ist nicht verteidigungsbereit, ja, wir werden überrannt und das wird sich auch mit 100 Milliarden übrigens nicht ändern. Und ich kann mir nochmal, ich wiederhole mich, ich finde es aber so ungeheuerlich, dass der Inspekteur des Heeres, ein Generalleutnant, tatsächlich öffentlich hier kundtut, dass die Bundeswehr in dem jetzigen Zustand mit 52 Milliarden pro Jahr, ja, nur nochmal zur Erinnerung, tatsächlich, wie er sich ausdrückt, wortwörtlich Zitat, mehr oder weniger blank ist. Ja, blank heißt nicht einsatzfähig, nicht kampffähig, nicht nennenswert verteidigungsfähig. Und jetzt soll über Nacht plötzlich wieder, jetzt entdecken alle Einhorn Feenstaubfans plötzlich irgendwie, dass es Militär gibt, ja, und dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn es in der richtigen Richtung irgendwie in die richtige Richtung läuft für die, ja, aber dann muss es auch irgendjemand ein Gewehr in die Hand nehmen, liebe Leute, ja, und darauf haben immer weniger Leute Bock, weil wer will da schon dafür sein Leben riskieren, für Gender Gaga, Quoten, Regenbogen oder gar One World, Great Reset, ja, also ich nicht und meine Kinder auch nicht, und ich sag euch, das ist wirklich, ich finde es unerträglich, ja, diese Kehrtwenden und diese Wolken und zu denken, ja, jetzt ist Bundeswehr plötzlich gut und es ist nicht lange her, da haben die Grünen jede Waffenlieferung verurteilt, wollten sogar die gesamte Rüstungsindustrie abschaffen, ja, und was machen sie jetzt? Jetzt füttern sie die Rüstungsindustrie aber mal richtig durch, also nachdem die 100 Milliarden Meldung kam, dürfte zumindest bei der Rüstungsindustrie, bei der Bundeswehr weiß ich nicht, ja, weil die haben gerade mit sich selbst zu tun ohne Ende, aber bei der Rüstungsindustrie dürften da mehr als eine Champagnerflasche aufgemacht worden sein. Ja. In diesem Sinne, ich wollte nur mal ein Statement machen zur Bundeswehr, das ist doch alles ein Witz. Die wurde, seit Merkel an der Macht ist, wurde die Bundeswehr systematisch, ja, das ist ja kein Unfall oder keine, nicht unabsichtlich passiert, systematisch runtergewirtschaftet, mit den absurdesten Geschichten, mit Schwangeren in Schützenpanzern und Schwangeren, also Uniformen geschneidert für Schwangere oder Kindergärten in Kasernen, wir machen eine Familienarmee und so weiter oder auch die Geschichte mit Gender und Trans in Queer in der Bundeswehr mit der Oberstleutnantin, die mal Oberstleutnant war, Kommandeur einer Kaserne, Standortkommandant, Kasernenkommandeurin, ja, von mir aus, die dann verabschiedet wird, ich bin nach wie vor fassungslos, ja, mit einem militärischen LKW, Bundeswehr-LKW, wo an der Seite links, rechts jeweils eine große, aus Holz ausgeschnitten und bemaltes Einhorn, angebracht wurde, die dann da auf dem Kasernengelände da irgendwie die Parade abgefahren hat, stand da oben auf der Ladefläche und grinste da so breit durch die Gegend. Das hat halt mit Militär und einer Kampfeinheit nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Ja? Also wundert euch nicht, wir haben es denen richtig ausgetrieben, richtig abtrainiert, ja,
Also mit Kämpfen haben wir es nicht. Wir machen lieber Gender und Kindergarten. Okay, ja, kann man machen. Aber da darf man sich nicht wundern, dass man keine kampffähige Truppe hat an der Stelle. Ja. Nur meine Gedanken, die sind alle irre. Es ist anders nicht zu erklären. Es ist alles ein Witz. Und jetzt kommen Leute aus ihren Löchern, die mit der Bundeswehr nie was am Hut hatten und plötzlich, ja, super. Und unsere Jungs und was weiß ich, widerlich. Ja. Und es wird scheitern. Wir verbrennen hier 100 Milliarden. Die Rüstungsindustrie freut sich. Die Grünen auch. Was weiß ich, was die für Verbindungen mittlerweile in der Rüstungsindustrie haben. Das ist schon fast auffällig. Die Grünen gehen 98, kommen in die Regierung. 99 Jugoslawienkrieg, dann 2002 Afghanistan, auch von den Außenminister Fischer mitverantwortet. Und 16 Jahre später kommen sie wieder in die Regierung, die Grünen. Und keine zwei Monate später sind wir wieder irgendwie in einem militärischen Konflikt mit einem, beziehungsweise liefern Waffen an einen Nichtverbündeten, nämlich die Ukraine, deren haben wir keine Bündnisverpflichtungen. Und das ist ein aktuelles Krisengebiet, war vorher immer No-Go für die Grünen sowieso, generell Waffenlieferungen, aber schon mal gleich gar nicht Waffenlieferungen, irgendwelche Krisengebiete, Brandherde und so weiter, ja, bla bla bla. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren und wir wünschen euch alles Gute und schaut euch das mit der Ukraine und mit der Bundeswehr und die ganze Gemengelage an. Ich glaube die Scheiße nicht. Ja, so wie es uns berichtet wird, bin ich mir sicher, so passiert es dort nicht. Soweit kann ich, glaube ich, gehen. Ja, ich nehme hier keine Position ein für irgendjemanden. Ich denke nur, wir können gar keine Position einnehmen, weil wir gar nicht informiert sind, ja, über die Wahrheiten, die da unten laufen. Macht es gut. Danke. Servus.